Jetzt habe ich einen Biss. Jetzt habe ich einen Biss. Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Jotun im Angeln. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Posenangeln war. Vermutlich, als wir das letzte Video gedreht haben, das immer wieder auf unserem Kanal erscheint. Aber eigentlich ist das eine super geile Angelei, gerade im Frühjahr. Und da habe ich gedacht, ich genieße jetzt heute die Sonnenstrahlen. Ihr seht, es ist mega angenehm in der Sonne, warm ist es oder nicht, ein bisschen Gänsehaut habe ich, aber die Bedingungen laden einfach ein. Welche Vorteile das Posenangeln hat, wie ich vorgehe, was für Köder ich verwende und ob ich vielleicht einen Karpfen fange, seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß, abonnieren, liken und kommentieren natürlich nicht vergessen. Und wer sich für unsere T-Shirts interessiert, der schaut mal in der Videobeschreibung vorbei, weil die könnt ihr mittlerweile bei uns kaufen. Also viel Spaß bei dem Video. Ja, die eine Route habe ich jetzt einfach schnell fertig gemacht. Es haben sich gerade schon Karpfen ein bisschen angekündigt. Also Aktivität am Platz ist da. Jetzt habe ich gerade, ich stelle euch mal kurz meine beiden Routen vor. Das sind einfach meine Posenrouten, die jetzt halt über die Jahre mich begleiten. Und mit denen wir auch schon die ersten Videos gedreht haben. Puh, das ist das Spannende beim Posenangeln. Ich habe jetzt tatsächlich gerade gedacht, die sei weg. Aber wie gesagt, eine Route liegt schon, mit der anderen erkläre ich euch kurz meinen Tackle. Und zwar habe ich hier eine ganz klassische Teleskoproute, die ist 3,60 Meter lang, hat ein Wurfgewicht von 20 bis ja, 40 Gramm. Also ist total ausreichend, um jetzt hier an unserem Vereinsgewässer Karpfen zu fangen. Ja, ich habe hier eine Stationärrolle drauf, so eine mittelgroße von Quick bzw. DHM mit einer monophilen Hauptschnur. Die Hauptschnur hat 0,35 mm. Und somit auch eine Tragkraft zu um die ja, 8 bis 10 Kilo. Das ist total ausreichend. Als Montage, jetzt habe ich einen Biss. Gerade eben noch gesagt, dass sich die Fische ankündigen. Yes, an der Posenroute macht es einfach richtig Laune. Yay! Yeah. Also kleinen, leichten Routen mit 20 bis 40 Gramm ist das echt geil. Cool. Boah, mit der Sonne ist es jetzt echt ein bisschen mies. Aber, am Ende. Ich glaub's dir nicht. Unfassbar, wie schnell es ging. Das hier ist wohl mit einer der Gründe, wieso das Posenangeln so ultra effektiv sein kann im Frühjahr. Man sieht einfach jede Bewegung im Schwimmer. Das ist anders als so ein Festblei. Da kriegt man mit, sobald die Fische am Spot sind. Der hier hat auch 3, 4, 5 Mal die Pose zum Wackeln gebracht und ist dann abgelaufen bzw. hat die Pose zum Untertauchen gebracht, noch bevor ich richtig die zweite Route aufgebaut hatte. Manchmal muss man einfach nur schnell sein und am richtigen Platz. Yes? Ich möchte noch kurz meine Montage vorstellen, und zwar habe ich in meiner monophilen Hauptschnur einen Gummistopper aufgezogen. Darunter befindet sich ein Wirbel, an dem meine Pose befestigt ist. Das Ganze handhabe ich so, damit ich eben schnell meine Posen tauschen kann oder eventuell auch ein Grundblei einhängen kann, um dann am Boden zu fischen. Danach habe ich gleich ein kleines Blei aufgezogen und dann geht es eigentlich auch schon weiter über meinen Wägler bis hin zu meinem Wirbel. Und in dem Wirbel habe ich jetzt ein 80 cm langes Vorfach eingehängt mit einem 8er Haken. Das ist schon das ganze Hexenwerk. Viel schwieriger ist die Montage gar nicht. Und jetzt zeige ich euch noch, welche Köder ich da dran hänge. Natürlich habe ich den klassischen Posenköder dabei. Und zwar Maden.
Einfach weil Maden ein sehr, sehr geiler Köder sind zum Posenangeln. Die sind auch super zum Füttern. Und ich denke, mit Maden macht man nie was falsch, wenn man die dabei hat. Dort, wo ich die Maden gekauft habe, gab es noch Würmer. Da habe ich mir dann auch hier direkt hier die Dendrobena gekauft. Einfach um ein bisschen einen größeren Köder zu haben. Und Würmer sind natürlich auch immer klasse, wenn man mit der Pose angelt. Genau. Ich denke, da stimmt uns jeder zu. Sie haben einen quirligen Wurm. Dem kann doch kein Karpfen widerstehen. Last but not least, der Dosenmais. Ich hatte es auf Instagram schon angekündigt. Der kommt einfach immer bei mir im Frühjahr zum Einsatz. Jetzt eben hier als Futter, beziehungsweise dann auch als Hakenköder. Mit zwei Maiskörnern an der einen Route und einem quirligen Dendrobena an der anderen Route bin ich natürlich absolut allround unterwegs. Welcher Fisch könnte so einem Wurm schon widerstehen? Mit einem frischen Köder konnte die Route wieder auf ihren Platz. Schnell die Schnur unter Wasser gekurbelt und den Bügel aufgeklappt. Jetzt fehlte nur noch etwas Futter. Schließlich waren die Fische auf dem Platz. Zwei kleine Kellen Dosenmais sollten reichen, um die Fische weiter zu beschäftigen. Ja, kommt man gar nicht zum Aufbauen. Es ist unfassbar. Aber gerade im Frühjahr finde ich diese Posenangelei doch wirklich, wirklich toll. Es ist einfach der Hammer. Wir haben die Pose oben, das Vorfach, das nach unten ja, hängt ins Wasser rein, Richtung Grund. Dann jetzt in dem Fall zwei Maiskörner aus der Dose als Köder auf der einen Route. Auf der anderen Route habe ich einen Dendrobena dran. Da kann ich jetzt ein bisschen unterscheiden. Wir haben jetzt einen auffälligen gelben Köder mit zwei Maiskörnern. Und wir haben einen etwas ja, nicht so auffälligen, beziehungsweise visuell nicht so auffälligen Köder, der aber durch seine Bewegung unter Wasser auch sehr reizvoll ist. Wie gesagt, durch diesen Aufbaupose oben, das Vorfach, das nach unten hängt mit dem Köder, haben wir einfach eine mega feine Bisserkennung. Wir können jetzt jeden Zupfer sehen, wir sehen jeden Schnurschwimmer, wir sehen wirklich sämtliche Aktivitäten, die sich um unseren Hakenköder ja, ergeben. Selbst wenn ein Fisch nur einmal stark paddelt zum Wegkommen, tut das Vorfach mit dem Blei sich bewegen, die Pose federt und schwankt nach und wir sehen sofort, ob Fische am Platz sind. Das ist ein bisschen anders als beim Grundangeln. Beim Grundangeln sitzt man natürlich da und wartet einfach auf einen Piepser. Manchmal ist es ein Piepser, manchmal bleibt es auch komplett aus. Und da bekommt man gar kein Feedback von seinem Spot, ob der Spot angenommen wurde, ob Fische auf dem Platz sind und, und. Und jetzt gerade im Frühling, beziehungsweise ja, Frühling, jetzt wird schon, boah, herrlich, im Frühling, das war jetzt gerade die GoPro, die ausgegangen ist vom Drill. Es ist einfach herrlich, im Frühling diese Angelei zu betreiben. Und da mache ich das dann wirklich gerne, auch mit Dosenmais, gezielt auf Karpfen bzw. auch Wurm. Wir haben nämlich jetzt den Vorteil, dass die ganzen Weißfische, Schleien, Karauschen, Giebel, Brassen, Rotfedern, Rotaugen und was euch sonst alles einfällt, die sind noch viel, viel inaktiver als Karpfen. Und deswegen bietet sich das jetzt gerade besonders gut an. Und das hat jetzt einfach wunderbar geklappt. Das hat so einen Spaß gemacht, an dieser leichten Route da diese Fluchten da mitzukriegen. Das macht viel, viel mehr Spaß. So einen kleineren Karpfen, der jetzt für mich doch was Besonderes darstellt, weil es ist mein erster Posenkarpfen 2021. Und vor allem ist es auch mein erster Posenkarpfen seit einer langen Zeit. Ja, jetzt wird es langsam interessant. Jetzt kommt die heiße Zeit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob im Frühjahr die Dämmerung genauso erfolgsversprechend ist wie im Sommer. Sonst sagt man ja immer, Morgenstunde hat Gold im Mund und in der Dämmerung beißt es auch ganz gut. Ja, reimt sich jetzt nicht ganz so, aber zumindest sind das so die normalen Beißzeiten der Karpfen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was bringt. Den ersten habe ich ja schon gefangen. Die Ruten liegen gut. Man sieht immer wieder eine kleine Bewegung. Ich kann mit der anderen Kamera leider immer nur eine Pose auf dem Live-Biss filmen. Die will ich auch nicht so nah beisammen haben. Einfach um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass die nachher ineinander schwimmen und ich eine riesen Verhedderung habe. Ja. Von dem her, abwarten, was geht. Ich bin vorhin schon ein bisschen auf die Montage eingegangen, wie ich das Ganze fisch. Wie gesagt, oben einen Gummistopper, die bieten sich einfach super an. Da brauche ich nicht nur eine Kunststoffperle, weil über diesen normalen Fadenstopper rutscht eine Kunststoffperle einfach viel zu oft drüber.
Ja, dann kommt mein Wirbel, in den ich dann Posen einhängen kann. Wieso habe ich den Wirbel dran? Ihr habt es schon gehört, ich habe verschiedene Posen dabei. Aber die meisten, die ich jetzt fische, sind diese Wägler. Die angle ich sehr, sehr gerne. Jetzt auch an den beiden Ruten, die ich draußen habe. Da habe ich unten einen etwas klobigeren Körper, nach oben einen relativ fein auslaufenden Schwimmerteil und oben meistens noch austauschbare Farben. Dann kann ich hinter jeder Wasserspielung meine Schwimmer perfekt erkennen. Genau, jetzt tue ich meine Posen so austarieren, dass sie relativ dicht unter der Oberfläche stehen, einfach damit die Karpfen nicht spüren, wenn sie meinen Köder einsammeln und die Pose unter Wasser ziehen. Wenn ich jetzt klobige Posen angeln würde, wie beim Hechtangeln, die ja richtig ordentlich Auftrieb haben müssen für den Köderfisch, damit der Köderfisch die Pose nicht nach unten zieht, da sieht das Ganze nämlich anders aus. Wenn da der Karpfen den Köder einsammeln würde, dann wird er einfach merken, wenn er die Pose mit nach unten zieht, und das Ganze wollen wir nicht. Deswegen bieten sich Wägler einfach super an. Jetzt habe ich verschiedene Gewichte hier am Start. Hier ist auch eine vorbebleite Pose, 6 bis 2 Gramm. Mit der kann ich dann ordentlich rauspfeffern, falls sich die Karpfen woanders zeigen sollten. Jetzt gerade fische ich wieder an meinem Hotspot für dieses Frühjahr. Einfach an diesem ganzen Unterwassergestrüpp, das dort sich im Wasser befindet. Was noch ein super Schwimmer ist, jetzt gerade im Frühjahr, sind diese glasklaren kleinen Posen. Die sind nicht vorbebleit, aber sind natürlich durch ihre Farbe, also durch ihren durchsichtiges Kunststoff, einfach unsichtbar unter Wasser. Und mit der richtigen Bebleiung können die natürlich auch nicht vom Karpfen gemerkt werden. Ja, so sieht das Ganze aus. Wenn ich dann echt merke, okay, jetzt muss ich auf irgendeine Tiefe runter, auf 3, 4, 5 Meter, dann macht es natürlich keinen Sinn, da irgendwie mit einer Pose auszuwerfen. Da nutze ich dann einfach hier ein kleines Birnenblei, hänge das ein, kann ja super tauschen mit dem Wirbel und komme dann eigentlich auf jede Entfernung bzw. auf jede Tiefe runter. Ja, so viel jetzt mal zu den Schwimmern. Ich denke, da sind ein paar Tipps dabei und an denen könnt ihr euch dann orientieren. Gerade wenn ihr jetzt das Karpfenangeln wieder anfangen wollt mit der Pose, es ist einfach super faszinierend, wenn man da mit dem Posen die ganze Zeit ein bisschen am Hin und Her schauen ist und schaut, wo geht denn jetzt eigentlich was und was geht wo. Ja, Nummer 2. Es ist unfassbar, auch was die für eine Laune machen an dieser 40 Gramm Rute. Man soll es nicht meinen. Die Dreilipsrute hätte wahrscheinlich gerade so die Spitze durchgebogen. Aber hier haben die richtig Schnur genommen und sind richtig abmarschiert. Mega, unfassbar. Bei dem einen, bei dem hier, muss ich noch ein bisschen die Stelle wechseln, um einen besseren Drillwinkel zu haben. Aber schlussendlich konnte ich beide ins Netz führen und sie euch jetzt hier in die Kamera halten. Cool, Wahnsinn. Ja, es wird jetzt langsam dämmerig. Normalerweise beginnt jetzt die heiße Zeit. Die eine Posenroute mit dem Wurm hat sich bis jetzt nicht mehr gerührt. So langsam verschwinden auch die Anzeichen für Karpfen. Entweder weil sie jetzt tatsächlich auf Nahrungssuche gehen oder weil sie in eine andere Region gezogen sind. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, tatsächlich hier die Dendrobena-Route nochmal mit zwei kleinen Maiskörnern zu verfeinern. Einfach damit optisch und visuell noch ein bisschen ein kleiner Reiz da ist. Das Wasser ist im Frühjahr immer wahnsinnig klar. Deswegen arbeite ich sehr gerne mit kleinen visuellen Reizen. In dem Fall jetzt mit zwei kleinen Maiskörnern. Und durch die Bewegung von dem Dendrobena schwankt dann eben mein Mais einfach noch ein bisschen durchs Wasser und zuckt noch ein bisschen. Und das müsste die Karpfen einfach optisch perfekt ansprechen. Ich kenne das Gewässer hier wirklich gut. Das ist mein Hausgewässer, also
Ich angle hier schon seit ich wirklich ein kleines Kind bin, deswegen weiß ich auch, wie tief die ganzen Stellen hier sind. Ich habe meine Rute jetzt so eingestellt, dass ich, ja, ich sage jetzt mal 10 bis 20 cm über Grund angeln kann. Nicht wie beim Boilie-Angeln, dass er direkt auf Grund liegt. Das habe ich einfach so gemacht, weil jetzt im Winter, wie gesagt, die Würmer, die können sich auf dem Boden ablegen und dann in das Laub vom Herbst vergraben. Wenn er dann aber 20 cm so über Grund steht, also 10, 15, 20 cm über Grund steht, dann hat er keine Chance, sich zu vergraben und der fällt den Karpfen einfach sofort ins Auge. Ja, und jetzt versuche ich hier, jetzt geht's los. Da war schon wieder ein Karpfen, der gesprungen ist, unfassbar. Deswegen muss die Rute jetzt da schnell wieder hin und vielleicht schnappt sich der gerade gesprungen ist, ja gleich meinen Köder. Ich bin gespannt. Jetzt die andere ist weg. Unfassbar. Wow. Easy. Geil, hoffentlich ist der live bis drauf. Hoffentlich ist der drauf. Cool, unfassbar. Das Posenangel lohnt sich heute total. Ich weiß nicht, das Wetter war einwandfrei heute den ganzen Tag über. Ich habe es während der Arbeit beobachtet und jetzt mit dem feinen Posenangeln und jetzt zwei Fake-Maiskörnern. Ich habe es wunderbar. Ich hoffe, die Aufnahmen sind ein bisschen was geworden. Es ist wirklich schwer. Ich bin hier ja mehr am Schaffen als bei der Arbeit. Kleiner Spaß. Aber es ist einfach heute echt extrem. Heute läuft schon der dritte Karpfen in der Dämmerung. Mal schauen, ob noch einer geht. Die anderen Routen liegen schon wieder, beziehungsweise die andere Route liegt schon wieder. Die mache ich jetzt gleich wieder fit und dann geht's weiter. Yes! Unfassbar. Das ist ein richtiges Back-to-the-Roots-Feeling heute mit dem Posen. Ich habe auch echt nicht viel dabei. Ich habe jetzt meinen ganz, ganz kleinen Angelkoffer dabei. Das war mein allererster Angelkoffer, den ich jemals geschenkt bekommen habe. Beziehungsweise eigentlich der allererste Angelkoffer, den ich je hatte. Den habe ich geschenkt bekommen, damals zu meinem Geburtstag. Der ist jetzt bestimmt schon ja, über 15 Jahre alt. Der wird natürlich immer mal wieder gesäubert und mit neuen Sachen bestückt. Und das ist alles. Und da ist einfach alles drin, was ich brauche. Ich habe eine schöne Auswahl Haken drin. Ich hätte noch Knicklichter, falls ich länger bleiben möchte. Weil es ist jetzt 6:30, die Sonne ist gerade verschwunden. Wir haben jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde Licht. Dann ist der Spaß schon wieder vorbei. Dann habe ich, wie gesagt, noch ein paar Bleie drin. Und mein ganzes Feeder-Equipment. Und da halte ich heute, einfach mein ganzes Tackle wirklich beisammen. Ich habe da wirklich nur das Minimaße dabei. Ich habe keinen Trolley gebraucht oder nichts. Ich hatte meine zwei Posenrouten, meinen kleinen Koffer, was zu essen, dann hatte ich noch Dosenmais dabei, einen Kescher und das Kameraequipment. Von dem her bin ich da wirklich super flexibel aufgestellt, bin schnell da, bin schnell weg und kann auch dadurch, dass die Posen kein wirklich ja, lautes Geräusch ins Wasser abgeben, viel, viel öfter umplatzieren als mit einem 70, 80 Gramm Blei. Ja, das hat vorhin eigentlich auch ganz gut funktioniert. Die eine Route hatte ich gerade draußen, habe euch vorgestellt, wie ich jetzt das Ganze angehen möchte mit meinem Köder und mit diesem visuellen Reiz durch den sich bewegenden Wurm und den Maiskörnern. Und während ich das noch erklärt habe, ist die andere Route abgelaufen. Es ist einfach richtig toll, dass es geklappt hat. Ich hoffe, der eine oder andere Live-Biss ist noch drauf. Die Aufnahme muss ich zu Hause am Computer mal überprüfen. Aber jetzt, wie gesagt, wird es kalt, die Sonne ist untergegangen. Ich habe schon eine Mütze und einen Pullover an. Heute Mittag war T-Shirt-Wetter. Ob das die Karpfen jetzt animiert hat zu beißen, weiß ich nicht. Die größten waren leider nicht dabei, aber wie gesagt, an dieser 40 Gramm Route, also dieser 40 Gramm Tele-Route, hat es sowas von Spaß gemacht, das war sowas von ausreichend. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt einen 10 Kilo Karpfen da rausbekommen habe oder da rausbekommen hätte. Wie gesagt, ich angel hier in einer kleinen Ecke mit ziemlich viel Gestrüpp unter Wasser, wo die Karpfen jetzt einfach Deckung finden und sich teilweise jetzt bei den immer wärmer werdenden Temperaturen auch von den Egeln befreien. Das ist vielleicht noch ein Tipp, den ihr euch auch mitnehmen könnt, dass sich jetzt dann, wenn es wieder warm wird, die Karpfen von diesen ganzen Blutegeln befreien und da suchen sie solche Stellen einfach auf, wo sie sich durchschrabben können und dann eben auch die Blutegel loswerden. Ja, so viel jetzt mal von meiner Seite. Ich bin jetzt mal gespannt, ob noch was geht. Sonst verabschiede ich mich nachher einfach noch, dass das Video vollständig wird. Genau, und jetzt mal die Hände warm reiben
und mal schauen, ob noch was passiert heute. Boah, es ist unfassbar kalt. Also die Dämmerungsstunden haben es zwar noch einen Fisch gebracht, die Aktivität schraubt sich aber jetzt deutlich zurück. Es wird jetzt richtig kalt, wie gesagt, die Sonne ist weg. Das ist halt doch noch Frühjahr. Und ja, dann soll es jetzt hier auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich konnte 3 Fische fangen. Es war mega toll, einfach wieder Posenangeln zu gehen. Die Livebisse muss ich nachher mal checken. Aber ich bin mir sicher, das ist eigentlich halbwegs gut geworden. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne ein Feedback in die Kommentare. Folgt uns auf Instagram, jmangeln, gleich hier eingeblendet. Unseren coolen Merch, sowohl die Hoodies, T-Shirts als auch Mützen, könnt ihr bei uns kaufen. Schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Da ist der Link zu unserem Online-Shop. Und sonst, wie gesagt, in 2 Wochen gibt es das nächste Video. Deswegen lohnt es sich auch, den Kanal zu abonnieren. Bleibt am Ball, Petri heil, viel Spaß am Wasser und ciao, macht's gut.